Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Wegfall des 52 Gigawatt Solardeckels und der pauschalen Windabstandsregelung, also zwei der größten Hemmnisse und Hindernisse im Fortschreiten der Energiewende. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, dass am 18. Mai 2020 die Presse schon darüber berichtet hat, dass die Regierung bzw. vor allem die Fraktionen der CDU, CSU und SPD beschlossen haben, aber noch nicht gesetzlich verankert haben, dass der 52 Gigawatt Solardeckel wegfallen soll und dass die Mindestabstandsregelung von einem Kilometer bei Windenergieanlagen hin zu Siedlungen auch geöffnet werden soll für eigene Regelungen der Bundesländer. Was steckt aber erstmal dahinter? Was macht überhaupt dieser 52 Gigawatt Solardeckel, von dem man ja immer mal hört? Der hat im Prinzip mittels einer Regelung im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, festgelegt, dass praktisch der Zubau von Solaranlagen, die kleiner sind als 750 Kilowatt Leistung, eben nur bis zu einer Gesamtmenge von 52 Gigawatt Kapazität in Deutschland gefördert wird und dann dementsprechend auch eine EEG-Vergütung bekommen kann. Und nun ist es so, dass wir tatsächlich jetzt gerade bei etwa 50, Gigawatt installierter Leistung sind und dementsprechend tatsächlich wir unmittelbar davor stehen, dass eben noch wirklich diesen Sommer die Förderung für Solaranlagen in Deutschland praktisch wegfallen würde. Und genau das ist natürlich denkbar schlecht, explizit während auch der Corona-Krise, in der wir ja sowieso eine angeschlagene Wirtschaft haben, jetzt eben zu sagen, naja, wir fördern eben den Zubau von etwas so Wichtigem für unser gesamtes Energiesystem nicht mehr. Dieser Solardeckel hat also dafür gesorgt, dass wir bei dem typischen Zubau von mehreren Gigawatt pro Jahr irgendwann eben zu einer Grenze kommen würden, vor der wir eben jetzt tatsächlich exakt stehen. Die Branche hat insgesamt auch schon gesagt, diesen Sommer und spätestens im Herbst würden wir diese Grenze erreichen und dann fällt, wie gesagt, die Förderung weg. Das soll jetzt aufgehoben werden. Die Regierungsfraktionen haben also gesagt, das soll einfach ersatzlos gestrichen werden. Dafür muss ein bestimmter Teil des EEG einfach angepasst werden. Das wäre schon mal richtig gut. Wie gesagt, Stand jetzt zur Veröffentlichung dieses Videos am 19. Mai 2020 ist das Ganze noch nicht in Gesetzesform gegossen. Wir hoffen mal, dass es schnellstmöglich noch passiert. Des Weiteren hat unser Bundeswirtschafts- und Energieminister auch gleichzeitig in der Pressekonferenz gesagt, die pauschale Mindestabstandsregelung von 1000 Metern, also einem Kilometer bei Windkraftanlagen hin zu Siedlungen, soll insoweit geöffnet werden, dass es eine sogenannte Länderöffnungsklausel gibt. Und die sagt eben, dass das Bundesgesetz vorsieht, dass jedes Bundesland für sich dann eine eigene Regelung festlegen kann. So kann jedes Bundesland sagen, ja, wir wollen diese 1-Kilometer-Regelung oder wir wollen die gar nicht. Vielleicht wollen wir ja gar keine Mindestabstandsregelung oder wir wollen halt sowas wie 200 Meter bei bestimmten Siedlungsarten. Also alles Mögliche wäre dann frei regelbar für die Bundesländer und das ist dann schlussendlich schon mal eine gute Möglichkeit, dass sich gerade die Bundesländer, die ein bisschen profitieren würden von dem weiteren Ausbau von Windenergieanlagen, dass eben genau die jetzt die Möglichkeit haben, das auch ordentlich voranzutreiben. Recht lustig, dass eben genau die Aufhebung dieser beiden Regelungen, Solardeckel und Mindestabstand Wind, von den anderen Fraktionen des Bundestags ja auch in der letzten Zeit eingebracht worden sind, unter anderem auch von den Grünen, und da natürlich immer abgeschmettert wurden. Und jetzt haben sich SPD, CDU und CSU darauf geeinigt, das selbst einzubringen und dann will man das natürlich plötzlich machen. So funktioniert eben auch die Bundespolitik. Jedenfalls, es ist damit aber trotzdem noch nicht die Welt gerettet, wenn es dann jetzt demnächst auch als Gesetz beschlossen wird, sondern wir haben dann immer noch einen weiteren Faktor, der den Zubau von Photovoltaik ganz schön hemmt. Dazu hat eben auch der Professor Volker Quaschning, den ihr vielleicht ja auch in Social Media und Co. schon mal verfolgt habt, der also viel über die Energiewende redet und forscht, der hat schon mal vor einer Weile eine sogenannte Deckelstudie veröffentlicht, wo er eben darauf hinweist, dass es neben dem Solardeckel auch noch ein weiteres Problem gibt, nämlich den sogenannten atmenden Deckel. Der atmet praktisch entlang von verschiedenen Faktoren, kann der sich verschieben. Und zwar beschreibt der im Großen und Ganzen, dass bei einem stärkeren Zubau von Photovoltaik
der Vergütungssatz über das EEG auch automatisch sinken würde. Und zwar je höher der Zubau, desto stärker sinkt die Vergütung für die Photovoltaikanlagen. Und das mag so aus externer Perspektive vielleicht sogar irgendwie Sinn machen, wenn man sagt, ja, je mehr, desto weniger wollen wir dann Geld dafür ausgeben, das zu vergüten. Aber nein, das sorgt halt dafür, dass wenn wir den starken Zubau haben, den wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen, dann sorgen wir gleichzeitig dafür, dass die Photovoltaikanlagen immer unrentabler werden und sich eventuell gar nicht mehr selbst halten können, wenn sie einfach nur den Strom einspeisen in das Stromnetz und dann praktisch von der EEG-Vergütung oder eben auch von vielleicht einer Direktvermarktung abhängig wären. Und das ist halt tatsächlich dann so ein kleines Problem. Dann stärkt man zwar alternative Vergütungsmöglichkeiten über PPAs und virtuelle Kraftwerke im Regelenergiemarkt und so weiter, aber und vor allem natürlich auch der Eigenverbrauch wäre dann besonders relevant. Aber man möchte ja diesen Zubau gerade so machen, dass viele unbenutzte Dachflächen auch von Eigenheimen einfach zur Verfügung gestellt werden, um den Gesamtbedarf von Strom im Energienetz zu stabilisieren. Und genau das würde eben schlussendlich nicht passieren, wenn wir gleichzeitig dafür sorgen, dass jede einzelne zugebaute Anlage immer weniger Rendite erwirtschaften könnte. Und schlussendlich vielleicht sogar gar kein Plus mehr erwirtschaften könnte, einfach weil wir die Vergütungssätze extrem absenken. Das heißt, in der Zukunft würden die vielleicht trotzdem rentabel sein können, aber im aktuellen wirtschaftlichen System rund um die Energiewirtschaft wäre das das absolute No-Go. Das heißt, schauen wir mal, was jetzt noch im Weiteren passiert entlang dieses atmenden Deckels. Den sollten wir nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir uns darüber freuen können, dass dieser 52 Gigawatt Solardeckel wegfällt und auch die Mindestabstandsregelung bei Wind zumindest als pauschale Bundesregelung auch wegfällt. Die Länder dürfen das dann in Zukunft auch selbst beschließen, sobald das Gesetz entsprechend beschlossen sein wird. Okay, soweit dazu. Habt ihr Fragen zu diesen Regelungen? Freut ihr euch darüber? Oder was sind so andere Hintergründe, die ihr dazu vielleicht noch parat habt? Habt ihr vielleicht auch irgendwelche weiteren Kenntnisse rund um den atmenden Deckel? Ansonsten könnt ihr euch den anschauen im EEG, im Paragraph 49. Da ist es beschrieben, wie weit dann die Vergütung abfallen würde. Ich verlinke euch hier noch das Video zu den Windabstandsregelungen, das ich kürzlich gemacht habe. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.